Renault zeigt uns den Captur. Captur gehört zu dieser neuen Gattung von Urban Crossover. Fahrzeuge, die aussehen wie ein Allradauto, aber über Frontantrieb verfügen. Die Version von Renault gibt es mit einem Dieselmotor mit 1,5 Liter mit 90 PS oder in zwei Benzinmotorisierungen ein 0,9 Liter oder ein 1,2 Liter mit Leistungen von 90 bis 120 PS. Dem aktuellen Trend folgend lässt sich das Auto in zahlreichen Individualisierungsvarianten kombinieren. Dachfarben, Interieurs und so weiter. Gestartet preislich wird bei 22.000, 23.000 Franken und ab diesem Sommer beim Renault-Händler erhältlich. Eine besonders sparsame Version hat einen Verbrauch von nur 3,7 Liter auf 100 Kilometer.